Bei Instagram habe ich euch gefragt, welches Thema wollt ihr am meisten wissen? Und das Top-Thema zum Thema Geburtsvorbereitung war Schmerztherapie unter Geburt. Und genau deswegen sprechen wir heute darüber, welche Möglichkeiten zur Schmerztherapie unter Geburt gibt es, für welche gibt es tatsächlich nachgewiesene Wirkungen, was sind mögliche Nebenwirkungen oder auch Gefahren und gibt es sowas wie die sanfte, friedliche Geburt tatsächlich? Heute sprechen wir über Schmerztherapie unter Geburt. Ich lese ja fast schon den Kommentar jetzt schon. Du hattest ja noch gar keine Geburt, deswegen solltest du darüber nicht reden. Wenn ihr euch den denkt, dann denkt ihn euch, aber schreibt ihn gar nicht, ja? Ich kann euch jetzt ja nur berichten, was ich bisher so weiß und womit ich mich beschäftigt habe von natürlicher, also von medizinischer Seite aus. Und zwar einfach auch nach Leitlinien, was gibt es an Schmerzmitteln? Ich werde euch auch sagen, welche Art von Schmerztherapie ich unter Geburt plane. Es ist ein sehr emotionales Thema, deswegen bitte geht in den Kommentaren auch nett miteinander um. Es gibt keine richtigen und falschen Ansätze. Die eine Frau wünscht sich vielleicht eine möglichst natürliche Geburt mit möglichst wenig Schmerzmitteln und Interventionen, wohingegen eine andere sagt, wieso soll ich Schmerzen haben? Ich will das nicht. Und beides ist völlig in Ordnung und deswegen seid nicht. Habt keine Vorurteile, nur weil jemand eine andere Vorstellung von der Geburt hat. Stellt euch das einfach so vor, wie dass jemand, der eine fährt lieber ans Meer und die andere, die will halt lieber in die Berge. Da sagt ihr ja auch nicht, ja, wieso denn? Probier doch mal, am Strand ist wirklich viel schöner. So ein Strand hat so was Beruhigendes, Natürliches. Oder geh doch mal auf einen Berg, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Seid einfach akzeptiert, dass man unterschiedliche Einschätzungen haben kann, okay? Ich gebe euch natürlich auch nach Geburt ein Update, was ich vielleicht, wie ich das empfunden habe. Ich werde auch einen Geburtsbericht machen, wahrscheinlich auch einen Geburtsvlog. Aber ich berichte euch jetzt einfach schon mal jetzt, was ich mir so gedacht habe, was ich recherchiert habe, was ich gerne machen möchte, was ich nicht möchte. Und dann gucken wir mal danach, wenn diese Videos raus sind. Was hat sich denn für mich bewahrheitet? Ist es genauso gelaufen? Was hat sich geändert? Und bis dahin hoffe ich, dass euch diese Infos auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiterhelfen. Ja, fangen wir erstmal mit der Mutter aller Fragen an. Wie intensiv ist denn ein Geburtsschmerz wirklich? Und da gibt es leider keine absolute Antwort darauf, weil der Geburtsschmerz einfach von Frau zu Frau sehr, sehr unterschiedlich empfunden wird. Ich muss aber sagen, eines, und dann nehme ich jetzt das mir einfach schon mal gleich raus zu sagen, ist, und ich weiß, das wird Kritik geben, es gibt keine sanfte, friedliche Geburt. Es gibt mehr oder weniger traumatische und es gibt schöne und weniger schöne Geburten. Aber es ist ein Gewaltakt der Natur. Da muss einfach was durch Großes, durch was sehr Kleines durch. Der weibliche Körper ist in der Regel dafür gemacht, das zu handeln und auch durchzustehen. Aber das heißt nicht, dass es etwas ist, was er toll findet. Und wo er sagt, Mensch, das war eine tolle Erlebnis, das hätte ich gerne jede Woche. Das gibt es einfach nicht. Und ich weiß, es wird wahnsinnig viel Geld damit gemacht, da ganz viele Kurse zu verkaufen. Oder Experten, Gurus bis hin zu sonst noch was, die euch sagen, ich zeige euch den Weg zu eurer friedlichen oder sanften Geburt. Das heißt nicht, dass die Begriffe werden auch von Leuten verwendet, die euch gute Tipps geben, die euch wirklich helfen können, das besser durchzustehen. Aber da wird auch viel mit Ängsten von Frauen gespielt und viel Hoffnungen gemacht auf etwas, was so in der Art nicht existiert. Es ist ein Gewaltakt, es ist eine Extremsituation. Sie wird wehtun und was ihr modifizieren könnt, ist, wie negativ ihr das Ganze empfindet, wie schlimm die Schmerzen sind und wie es euch danach damit geht, wenn ihr an diese Geburt zurückdenkt. Das ist so der Spielraum. Aber es ist nichts. Es ist kein Spaziergang. Das ist es einfach nicht. Egal ob Hypnobirthing oder was auch immer. Macht da auch ruhig was, was euch gut tut. Es muss ja nicht immer alles nachgewiesen sein. Aber stellt euch darauf ein. Und es gibt Studien dazu, dass gerade Erstgebärende systematisch den Geburtsschmerz
unterschätzen. Deswegen, das ist die Hiobsbotschaft. Auf Social Media wirkt das Ganze häufig so und am lautesten sind genau diese Gurus und Coaches und alles und vermitteln euch das Gefühl, dass eine Geburt gar nicht so was, dass es was Wunderschönes sein kann. Und die Hormone sorgen auch dafür, dass man im Nachhinein es tatsächlich eventuell als schöner empfinden kann, als man es vielleicht in dem Moment empfunden hat. Aber es ist nun mal ein Ausnahmezustand. Und es gibt auch Vergleiche damit, wie intensiv eine Geburt in den Schmerzen ist, wie vielen gebrochenen Knochen im Körper das gleichzeitig entspricht. Da diese Quellen so semi-seriös sind, werde ich sie jetzt doch nicht zitieren. Aber erstmal einfach als Warnung, es ist leider nicht rosarot. Also rot ist es vielleicht schon, aber es ist etwas, da müsst ihr euch darauf einstellen, das wird eine Extremsituation. Und ich glaube, es ist auch besser, wenn man da nicht, wenn man mit den richtigen Erwartungen reingeht. Generell könnt ihr auch eine Geburt nicht viel planen. Es kann schnell gehen, es kann lange gehen. Es ist auch nicht so, dass jede Erstgebärende Ewigkeiten in den Wehen liegt. Es ist zwar wahrscheinlicher, dass sie länger in den Wehen liegt, aber es gibt keine Generalantwort und ihr könnt es auch nicht vorhersagen. Aber stellt euch eher mal darauf ein, dass es schmerzhafter ist und heftiger, als es euch zum Teil auf Social Media vermittelt wird. Deswegen auch, ihr dürft gerne einen Geburtsplan schreiben und euch sagen, was wünscht ihr euch denn vielleicht unter Geburt, wie stellt ihr euch das vor. Aber haltet daran nicht zu sklavisch fest, sondern überlegt euch mehr so die grobe Richtung, in die ihr wollt. Überlegt euch vielleicht, ob es irgendwelche absoluten Limits für euch gibt, aber bleibt flexibel, weil es ist wirklich was, was sich einfach nicht planen lässt. Und gerade wenn ihr genauso wie ich es auch noch nicht erlebt habt, dann haltet euch da einfach noch eine gewisse Flexibilität offen, euch einfach auch anzupassen auf den Verlauf. So, jetzt kommen wir schon mal gleich zu einem Punkt, wo ich im letzten Video mir echt in den Kommentaren manchmal tief durchatmen musste, weil es nämlich um was ganz anderes eigentlich ging und ich es nur in einem Nebensatz erwähnt habe. Ja, ich weiß auf jeden Fall, ich will eine PDA. Und auch da bitte jegliche Kommentare zu. Wieso willst du das denn? Lass dich doch erstmal drauf ein und entscheide es dann. Bitte gleich. Die gehen hier rein und da raus. Ich habe mir dazu genug Gedanken gemacht. Ihr dürft es auch für euch selber immer anders entscheiden, aber redet mir bitte nicht ein, dass ich keine PDA haben soll oder erst abwarten soll, ob ich eine möchte. Das ist für mich so einer der Hard Limits, wo ich sage, das weiß ich einfach schon. Ich werde eine PDA mir legen lassen. Punkt. Bei allem anderen bin ich erstmal noch grundsätzlich flexibel, sage, okay, ich habe eine Idee, aber ich bin jetzt auch nicht komplett, na, nicht bei allem, aber bei vielen Sachen bin ich flexibel. Aber wir gehen jetzt mal die Eskalationsstufen durch, was euch so in der Reihenfolge grob angeboten wird und was ihr machen könnt, so von der mildesten Intervention bis zur letzten Stufe der PDA, von der ich gerade schon geredet habe. So, die Basisstufe der Schmerztherapie sind häufig Atemtechniken, die ihr erlernen könnt und auch mentale Trainings, wie ihr damit umgeht, wie ihr euch darauf einstellt. Da könnt ihr euch schon vorbereiten, das dürft ihr auf jeden Fall verwenden, das hat kein wenig überraschend auch keine Nebenwirkungen. Dann gibt es darüber hinaus auch so, dass die Geburtskliniken, je nach Klinik, bieten sie euch zum Beispiel auch Aromatherapie an, Homöopathie, sie bieten euch an, eine Bad zu nehmen, warmes Wasser kann ja auch entspannend sein, Massagen, auch durch den Partner oder die Hebamme, das sind alles Sachen, das kommt so ein bisschen auf die Klinik an. Warmes Wasser entspannt tatsächlich, ja, auch nachgewiesenermaßen. Homöopathie, wenn ihr möchtet, dürft ihr das gerne machen. Ich persönlich bin ganz klarer Gegner von Homöopathie, das sage ich jetzt auch. Es gibt keinerlei, nicht eine einzige Studie, die irgendeine Wirkung von Homöopathie unter Geburt oder irgendwo anders nachgewiesen hätte. Das heißt aber nicht, dass ihr das nicht machen dürft, weil wenn es euch gut tut, dann gilt auch Placebo, muss man nehmen, damit es wirken kann. Macht das. Ist okay. Ich werde es nicht tun, das ist mein zweites Hard Limit. Ich fresse keine Globuli, egal was mir die Schwester anschleppt. Das kann ich euch auch jetzt schon sagen, das wird definitiv nicht anders sein, wenn ihr das Video danach anhört. Das ist meine persönliche Überzeugung. Aber wieder, ich möchte sie euch nicht aufdrängen, das ist meine Überzeugung. Und ich wüsste auch nichts davon, wo sie schaden können. Insofern, wenn ihr da eher positiv eingestellt seid, dann macht das ruhig. Ich bin Fan Aroma, lasse ich gerne machen, weil ich merke gerne gute Gerüche. Ich glaube nicht wirklich, dass es viel bringt. Es gibt auch keine Studien, die es beweisen. Ähnliches bei Massagen. Aber, ja, also kann man ja trotzdem mitnehmen.
Das nächste, was es gibt, ist geburtsvorbereitende und auch begleitende Akupunktur unter Geburt. Und hier, die habe ich bewusst davon abgetrennt. Ich verstehe nicht, wie Akupunktur funktioniert. Für mein medizinisches Verständnis ist es irgendwie seltsam. Aber es gibt Studien, es gibt klare Studien, die beweisen, dass Akupunktur sowohl zur Geburtsvorbereitung als auch unter Geburt den Geburtsschmerz nachweislich lindert und die Geburtszeit verkürzt. Da muss ich dann sagen, auch wenn ich selber nicht verstehe, warum es funktioniert, es gibt die Studien. Insofern würde ich sofort akzeptieren, würde ich sofort machen, würde ich sogar gerne machen, also sowohl geburtsvorbereitend als auch unter Geburt. Wenn da jemand ist, der Zeit hat, die Nadeln an die richtigen Stellen zu setzen, ich weiß nicht, wo die sind, dann gerne nehme ich an. Und wie gesagt, kann ich euch auch empfehlen, weil es nachgewiesen ist. Ebenfalls etwas, was nachgewiesen ist und was ich euch auch ans Herz legen kann, ist ein Geburtstens, eine Elektrodenstimulation am Rücken, die dazu führt, dass die Schmerzweiterleitung ins Gehirn geblockt werden kann. Ich zeige euch das auch. Manche Kliniken haben TENS-Geräte da, viele nicht. Ich habe mir schon ein Geburtstens geholt. Deswegen werde ich übrigens dieses Video, weil ich dieses Gerät hier so schön hochhalte, sicherheitshalber auch als Werbung kennzeichnen. Ich habe mit der Firma ganz viel gesprochen. Ich habe mir auch die Studien von der Gründerin zuschicken lassen. Das ist auch eine wirklich sehr gebildete Frau. Wie gesagt, vielleicht hat die Klinik es auch da. Ihr könnt das sowohl kaufen als auch leihen. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung alles dazu. Was dieses Gerät macht, ich packe es mal eben derweil aus, ist wirklich, es ist nachgewiesen, dass eben Elektrostimulation am Rücken Schmerzen lindern kann. Das könnt ihr auch selber eben aufkleben und auch machen. So sieht das die Packung von den Elektroden. Ich arbeite mich dabei gerade weiter nach unten. Das könnt ihr schon auf dem Weg in die Klinik anwenden. Hat eigentlich so gut wie keine Nebenwirkungen. Es kann, wenn ihr sehr lange kleben habt, kann an den Klebestellen der Elektroden eventuell eine leichte Hautreizung entstehen. Ansonsten ist das Einzige, was ihr wissen müsst, während ihr das Geburtstens kleben habt, könnt ihr nicht in die Wanne. Ihr könnt es aber abmachen, in die Wanne gehen und es danach wieder aufkleben. Die Elektroden kleben auch ein paar Mal. So sieht das kleine Gerät aus. Ich habe es jetzt nicht aufgeklebt. Ich mache euch dazu ein komplettes eigenes Video, weil ich möchte jetzt hier, dieses Video ist ein Überblicksvideo, ich möchte jetzt hier nicht zu sehr darauf eingehen, aber ich bin davon sehr begeistert und ich werde das auf jeden Fall verwenden. Das kommt, das kam aus meiner Kliniktasche, die ich schon angefangen habe zu packen, und ich packe es auch gleich wieder rein, damit ich es auf jeden Fall dabei habe. Ihr habt dann quasi auch wirklich eine Taste. Ihr könnt so eine Basisstimulation einstellen, die quasi das kribbelt so ein bisschen am Rücken und das wirkt direkt auf die Nerven eben und kann diese Schmerzweiterleitung aus eurem Becken ins Gehirn ein bisschen blocken. Und es gibt auch so eine Burst-Taste, auf die ihr im Wehenfall dann drücken könnt und die in dem Moment diese Weiterleitung ein bisschen besser blockt. Das heißt, der Schmerz entsteht zwar, aber er kommt bei euch nicht im Kopf an. Also das ist wirklich eine phänomenale Innovation meines Erachtens nach. Wie gesagt, ihr könnt auch eure Klinik fragen, ob sie es haben, aber wenn ihr das Gerät selber habt, dann habt ihr euer eigenes Gerät und seid nicht darauf angewiesen, dass das Geburtstens-Gerät bereits da ist. Ich klebe das tatsächlich schon daheim auf, die Elektroden. Ich werde die aufkleben, sobald es sich die Wehen einigermaßen da sind und unangenehm werden. Noch bevor wir in die Klinik gehen, werde ich das aufkleben und werde mir schon fröhlich Elektroimpulse versetzen während der Taxifahrt ins Klinikum. Wir fahren nämlich je nach Zeit 25 bis 40 Minuten. Da werde ich sehr dankbar sein, wenn ich in der Taxifahrt, wahrscheinlich wird der Taxifahrer auch dankbar sein, schon etwas habe. Ja, ich zeige es euch nochmal, ich verlinke es euch unten auch. Aber ich mache dazu noch ein separates Video, wo ich euch die Funktionsweise des Gerätes genau erkläre. Darf Markus sie auch mal auf meinen Rücken kleben, damit ich euch zeige, wie ihr sie anbringt. Aber das ist etwas, was ich neben der Akupunktur definitiv plane zu nutzen, weil es wirklich so viele Vorteile hat und abgesehen von möglichen Hautreizungen mit keinen Nachteilen kommt. So, ab jetzt wird es etwas medizinischer, noch mehr, wobei das war ja eigentlich auch schon sehr medizinisch mit der Nervenweiterleitung. Jetzt kommen die Sachen, die dann euch nur in der Klinik angeboten werden können. Es kann sein, dass euch Schmerzmittel wie Buscopan, Paracetamol angeboten werden. Ja. Diese Schmerzmittel haben grundsätzlich natürlich eine schmerz- oder krampflindernde Wirkung. In der Leitlinie zum Geburtsschmerz werden sie aus guten Gründen bei Ärzten nicht mal erwähnt, weil ihre Wirkung einfach dermaßen gering ist, dass sie gegen einen Wehenschmerz eigentlich nicht ankommen. Also
könnte ich, bin ja ein großer Fan von diesen Mitteln normalerweise. Also ich habe auch Buscopan und Paracetamol normalerweise außerhalb der Schwangerschaft immer da und auch gern genommen, aber unter Geburt sind sie halt wirklich, ja, wie wenn ihr mit einer Feder versucht, irgendwie den Panzer wegzustreicheln. Es wird nicht klappen. Also könnt ihr machen, aber es wird keinen großen Effekt haben. Anders sieht es aus mit Opiaten, die auch über die Vene gegeben werden können. Die haben aber, also quasi Morphin und so weiter. Ja, Remifentanil ist eigentlich am beliebtesten, aber ich gehe mal davon aus, der Begriff sagt euch nicht unbedingt was. Ja, die werden, kann über die Vene gegeben werden. Die lindern Schmerzen auch. Die haben aber leider den Nachteil, dass sie atemdepressiv wirken, und zwar sowohl auf euch als auch auf das Kind. Die sind systemisch wirksam, die haben Nebenwirkungen, deswegen nimmt man sie generell nicht so gerne. Aber ich komme noch dazu, wann das eine Alternative ist. Dann gibt es noch Lachgas in Kliniken zum Teil, was ihr quasi inhalieren könnt. Das hat auch den Vorteil, dass ihr selbst in dem Moment, wo quasi der Schmerz stärker wird, könnt ihr schnell einatmen. Ist schnell vorbereitet. Es geht nicht wirklich nennenswert über, soweit man weiß, weshalb man das relativ schnell und gut machen kann. Ich war immer ein großer Fan von Lachgas und dachte mir, ach, das fände ich auch noch ganz schön in meinem Geburtsschmerz-Cocktailplan, bis ich die Studien dazu gelesen habe, weil tatsächlich ist die Wirkung von Lachgas auf Geburtsschmerz nicht nachgewiesen. Also die Zufriedenheit der Patienten steigt ein bisschen, weil sie den Eindruck haben, sie haben selber eine Kontrolle, weil sie was machen können, atmen in dem Moment da rein. Aber gerade gegen Placebo kontrolliert hat Lachgas faktisch eigentlich keine nachgewiesene schmerzlindernde Wirkung. Ja, ich war noch enttäuscht, als ich gesehen habe, meine Geburtsklinik bietet es aus irgendwelchen Gründen nicht an. Jetzt glaube ich, die Gründe zu kennen. Ja. Also, obwohl Lachgas quasi ist eigentlich analgosedierend, also auch leicht beruhigend, ist es wohl nicht so dolle in der Wirkung. Und es ist außerdem, kann einem davon übel werden, es kann auch kreislaufdepressiv wirken und es kann eben auch wirklich sedierend sein, dass man sich so ein bisschen duselig fühlt, als wäre man betrunken. Also Lachgas hat durchaus auch Nebenwirkungen, obwohl es seit einer ganzen Weile eingesetzt wird in der Geburtshilfe, ist es fraglich sinnvoll und es ist auch nicht hundertprozentig geklärt, ob es nicht doch mehr Nebenwirkungen und negative Auswirkungen auf das Kind hat, als man das weiß. Vermutlich nicht, aber da die Wirkung so gering ist, bin ich jetzt plötzlich gar nicht mehr so traurig, dass es die Klinik nicht anbietet und denke mir, ja gut, dann wohl nicht, ne? Ja, und damit kommen wir zu dem Punkt. Ich will eine PDA. Was ist eine PDA? Eine PDA ist eine Periduralanästhesie, es ist eine rückenmarksnahe Anästhesie, das heißt, es wird mit einer kleinen Nadel in euren Rücken gestochen, nahe des Rückenmarkes, nicht ins Rückenmark, sondern nur in die umgebende Flüssigkeit und dort wird ein Schmerzmittel gegeben. Beziehungsweise meistens wird in Kombination eigentlich ein Lokalanästhetikum, also ein lokales Betäubungsmittel und ein Opioid, das, was ihr in der Vene eben atemdepressiv wirkt. Das gibt man in Kombination, das meistens als Low Dose Periduro, also in sehr niedriger Dosierung. Und in dieser Dosierung, wenn es nicht in dem Blutkreislauf ist, sondern da, wirkt es auch nicht atemdepressiv. Das heißt, damit umgeht man diesen negativen Effekt, sondern das schwimmt quasi in der Flüssigkeit, die auch euer Gehirn umschwimmt. Und dadurch braucht man ganz, ganz andere Dosen, als wenn man das durchs Blut geben müsste. Und damit kommt es natürlich genau da an, wo es hin muss, in eurem Gehirn. Es kommt aber nicht zum Baby so einfach. Das ist natürlich der Riesenvorteil. Aktuell werden in Deutschland etwa jede fünfte Geburt wird unter PDA durchgeführt. Ich glaube, 22% war die letzte Zahl, die ich gefunden habe. Ich habe den Eindruck, es ist eigentlich mehr. Die ist schon ein paar Jahre älter, aber das war die aktuellste, die ich gefunden habe. Ja, in der PDA wird auch viel Kritik geäußert. Zum Teil zu Recht, zu Teil nicht zu Recht. Also einmal kommt häufig das Argument, man könne danach nicht mehr aufstehen und sich nicht mehr bewegen. Das stimmt eigentlich so auch nicht mehr wirklich, weil in der Regel eine sogenannte Walking Epidural gemacht wird. Also es wird so wenig gegeben. Ihr seid durchaus noch in der Lage aufzustehen, euch zu bewegen, auch die Geburtsposition zu variieren. Das geht eigentlich auch alles unter einer korrekt liegenden PDA inzwischen.
Ein anderes Argument, was immer wieder kommt, und das ist ganz interessant, weil das hört man sofort, Thema, ja, dann kommt es zum Geburtsstillstand, die Wehen hören auf und es kommt zur sekundären Sektion. Und das ist ein riesen Mythos. Es kommt nicht vermehrt zu Geburtsstillständen unter PDA. Das ist einfach nicht wahr. Die Rate ist gleich hoch. Und es kommt auch nicht häufiger zu Sektios. Das ist einfach nicht wahr. Es gibt nicht mehr Kaiserschnitte durch Anlage einer PDA. Aber wenn es zu einer sekundären Sektio kommt und ihr habt bereits eine PDA liegen, dann muss sie nicht in diesem Moment überstürzt gelegt werden oder sie kann sogar im Notfall direkt verwendet werden und ihr umgeht die Vollnarkose. Also tatsächlich in der Situation, wo es zu einem Geburtsstillstand oder einem Problem kommt, seid ihr in einem riesen Vorteil, wenn ihr schon eine PDA liegen habt, weil es dem Anästhesisten und dem Chirurgen die Möglichkeit gibt, schneller zu handeln, ohne dass noch was angelegt werden muss. Weil eine PDA muss ja auch gründlich gelegt werden, damit man nicht zu tief sticht, nicht zu hoch, damit man kein Liquor-Leck erzeugt. Thema postspinaler Kopfschmerz, eine der großen Nebenwirkungen einer PDA, komme ich gleich noch dazu. Deswegen, also eigentlich ist eine liegende PDA tatsächlich sogar eine Rückversicherung und gibt euch im weiteren Geburtsverlauf mehr Möglichkeiten, als wenn keine PDA liegt. Wie viel man darüber gibt, kann man dann ja immer noch entscheiden. Und auch, und das ist auch interessant, weil auch früher Kliniken sich häufig geweigert haben, gesagt haben, nee, nee, wir warten noch und dann war es plötzlich zu spät für die PDA. Tatsächlich ist auch eine frühe PDA, da zitiere ich jetzt aus der offiziellen Leitlinie, die verlinke ich euch unten auch mal wieder in der Videobeschreibung, da könnt ihr das alles nachlesen, was ich hier so von mir gebe als Beweis. Eine frühe PDA-Anlage hat ebenfalls keinen Nachteil. Die kann bereits deutlich früher gelegt werden, als sie tatsächlich benötigt wird. Und dann ist sie da und es kann nicht einfach plötzlich schon zu spät sein. Insofern, da werde ich auch wahrscheinlich, ich werde mich nicht lange vertrösten lassen, sondern ich lasse sie eher prophylaktisch relativ früh legen, damit sie liegt, damit sie verwendet werden kann, wenn ich sie brauche oder wenn doch irgendwas schief geht und dann kann sie notfallmäßig verwendet werden. Also nochmal zum Mitschreiben, frisch aus der Leitlinie, ja? Es gibt keine bestimmte Muttermundweite, die erreicht sein muss, um eine PDA zu legen. Und eine PDA verlängert nicht die Austreibungsphase und auch nicht die Eröffnungsphase. Sie führt nicht zu einer erhöhten Sektio oder zu einer erhöhten Rate an Geburtsstillstand. Das alles stimmt über die PDA nicht. Was aber stimmt ist, die PDA kann zu einem erheblichen Kreislaufabfall führen bei der Mutter. Da muss man auch gegebenenfalls ein medikamentös gegensteuern. Und es kann auch sein, dass sich im CTG was zeigt. Deswegen beim Baby. Deswegen muss tatsächlich vorher ein CTG abgeleitet werden und auch nach der Anlage sollte man mindestens 30 Minuten lang mal ein CTG ableiten. Das ist schon richtig. Also nebenwirkungsfrei ist die PDA nicht. Generell gilt in der Medizin, wenn etwas angeblich komplett frei von Nebenwirkungen ist, dann darf meist auch die Hauptwirkung verzweifelt werden. Also eine gewisse Nebenwirkung, wenige, manche Sachen haben wirklich wenige, aber meistens gibt es schon irgendwelche. Und das ist bei der PDA nun mal auch der Fall. Und das zweite Thema, was ich da in dem Rahmen unbedingt ansprechen möchte, ist eben dieser postspinale Kopfschmerz. Wenn es zu einem sogenannten Liquor-Leck kommt, durch diese Punktion, und dann kann da so ein bisschen Gehirnwasser verloren gehen. Und dann muss man sich vielleicht so vorstellen, schwimmt das Gehirn nicht mehr so schön da drin rum, sondern liegt irgendwo ein bisschen vielleicht auf oder so. Ist jetzt vereinfacht gesagt. Aber das tut weh. Das muss ein richtig, richtig fieser, mieser Kopfschmerz sein, der dann nach Geburt auftritt. In den Tagen danach. Tritt nicht bei allen auf, um Gottes Willen. Kann man dann auch behandeln mit einem sogenannten Blutpatch, wo man quasi diesen kleinen Leck auch wieder verschließt. Also keine Katastrophe ist. Ist aber was, was man schon angesprochen haben muss. Eine PDA kann auch nach Geburt nett sein, weil sie erstmal noch belegen lassen bleiben kann und auch bei der Nachwehenperiode noch genutzt werden kann. Sie kann aber auch danach einen richtig fiesen Kopfschmerz machen. Was man auch wissen sollte, ist für die Anlage eine relative Kontraindikation zur Lage einer PDA ist eine laufende Antikoagulation, also Gerinnungshemmung. Da unter der, also jetzt aktuell könnte ich, wenn ich jetzt morgen losgehe, würde ich wahrscheinlich keine PDA bekommen, weil ich noch heparinisiert bin. Ich soll ja sowieso ab der 36. Woche das Heparin absetzen.
Das heißt, ab ein paar Tage später kann ich auch eine PDA bekommen. Aber das sollte man auch vielleicht wissen, wenn ihr eine stärkere Gerinnungsstörung habt und ihr sollt komplett durch Geburt hinweg Gerinnungshemmer nehmen und auch danach, dann könnt ihr leider vermutlich keine PDA bekommen. Sprecht es mit dem Anästhesisten ab. Es gibt Ausnahmen, aber tendenziell ist es eine relative Kontraindikation. Aber last but not least bleibt einfach zu sagen, auch wenn sie auf Social Media immer mal wieder kritisiert wird, ist die PDA der Goldstandard der Schmerzlinderung unter Geburt. Und sie, es gibt genug Studien dazu, dass die Zufriedenheitsrate nach PDA deutlich höher ist im Vergleich zu Frauen, die keine PDA bekommen haben. Der Geburtsschmerz wird deutlich gelindert, er ist besser auszuhalten. Und es spricht überhaupt sehr wenig dagegen. Abgesehen vom Thema postspinaler Kopfschmerz, Kreislaufdepressionen und möglichen CTG-Veränderungen, die eben überwacht und eventuell interventionsbedürftig sein könnten. Kurz noch als Alternative, wenn bei euch aus irgendeinem Grund zum Beispiel eine Skoliose, also einer starken Rückenmarksverkrümmung, keine PDA möglich ist, dann kann es eine Alternative sein, eine venöse Therapie, also Morphintherapie mit Remifentanil zu führen. Remifentanil ist ist ein ultra kurzwirksames Opioid. Es ist trotzdem auch atemdepressiv, es ist aber gut steuerbar. Und wenn keine PDA nicht möglich ist, dann gibt das eine relativ gute Alternative. Also auch das für jemand, der vielleicht ganz viel Angst hat und dann denkt, oh Gott, und was ist, wenn die PDA bei mir nicht gelegt werden kann? Was mache ich denn dann? Auch in diesem Falle gibt es eine Option. Ja, und ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen für dieses Thema. Als letztes nochmal, ich glaube, ich habe es schon so zwei, dreimal gesagt, seid lieb zueinander in den Kommentaren, respektiert, dass es unterschiedliche Vorstellungen von der Geburt gibt und ich gebe euch nach meiner Geburt ein Update, was hat mir meine Recherche so gebracht. Und bis dahin hoffe ich, dass sie euch ein bisschen hilft, um zu sehen, was gibt es unter Geburt und euch A, ein realistisches Bild vermittelt, was ihr zu erwarten habt, B, euch aber jetzt auch nicht irgendwie total Angst macht, sondern euch auch zeigt, ja, es wird vermutlich schmerzhaft und es wird nicht sanft, aber ja, es gibt auch Möglichkeiten. Und es ist, ich fürchte mich auch ein bisschen trotzdem davor, ganz ehrlich. Aber es ist auch nichts, wo es gibt Möglichkeiten, okay? So, und jetzt hoffe ich, ich habe euch nicht zu sehr runtergezogen, sondern euch vor allem informiert und verabschiede mich und wünsche euch allen werdenden Mamas eine möglichst schmerzarme und möglichst schöne Geburt. Mua.